Hallo liebe Freunde, willkommen bei Alex. Das ist schon die 8. Folge. Und das, was wir uns befinden, das ist die Hauptquartier von Clerica. Eigentlich konnte ich schon drin kommen, denn ich habe diese Karte, gefälschte Karte natürlich, schon rechts bei den Händlern hier bekommen. Ich kläre aber noch einige Missionen noch bei hier bei Berserker. Da. Vor allem die Fall des Mörders. Da kann ich schon aufklären. Das ist, glaube ich, Zahn um Zahn. Dazu muss ich mit Duras sprechen. Und das werde ich gleich machen. Volk. Ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Natürlich. Moment mal. Vielleicht mitkommen. Ja. Im Falle, dass Duras mich angreift, denn ich habe eine Idee, dass Duras dahinter steht. Ein Wort zum Mord an Asko. Barin kann es nicht gewesen sein. Asko war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Barin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Barin jemanden einfach so umbringt. Für sowas ist er viel zu faul. Thorgal hat Angst vor tiefen Wäldern. Unwahrscheinlich, dass er eine Leiche gerade dahin verschleppt haben soll. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Er hat Askor nicht getötet. Dabei hatte ich ihn am meisten in Verdacht. Du hast mit Askor zusammen die Prüfung angetreten? Wir haben zwar zur selben Zeit die Prüfung abgelegt, aber ich habe ihn kaum gesehen. Zu der Zeit hatte ich genug mit meinen eigenen Aufgaben zu tun. Das ist alles Zeitverschwendung. Eure Verdächtigen sind allesamt unschuldig. Das glaube ich nicht. Einer von ihnen muss es gewesen sein. Und wer soll das sein? Jemand, der noch vor ein paar Tagen in Goliath war. Warum? Vertrau mir. Ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Barin sagte, er wäre noch vor ein paar Tagen in Goliath gewesen. Aha, siehst du, ich habe es doch gewusst. Dieses miese Schwein. Langsam. Das ist noch kein Beweis. Der Kerl hat was zu verbergen, da bin ich mir sicher. Wo hält er sich am liebsten auf? Ich habe ihn im Wald getroffen, aber er sprach auch von seiner Lieblingsstelle am Aufzug ins verbotene Tal, in der Mitte von Idan. Da ist es. Da versteckt er seinen Schandfleck. Was soll da sein? Die Mordwaffe? Möglicherweise. Oder noch etwas Schlimmeres. Was hat Barin vor ein paar Tagen in der Stadt gemacht? Ich werde es dir erklären, sobald wir den Beweis in der Hand haben. Gut, dann besuchen wir diese Stelle. Barins Lieblingsbrücke und dessen Umgebung also. Wir werden sehen, ob an deinem Verdacht etwas dran ist. Ja, aber warte. Egal, was du dort findest, bring es erst zu mir und öffne es nicht, okay? Warum? Vertraust du mir nicht? Ich fürchte, es würde deinen Tod bedeuten. Tatsächlich. Ich warne dich. Tu, was ich dir sage. Vertraue mir einfach, okay? Okay, komm mit. Du hast doch schon jemanden dabei. Aha. Fulminant. Also Volk. Ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Okay. Gut, dann nehmen wir Duras mit. Mitkommen. Ja. Und reisen wir
Moment mal, Licht ins Dunkel. Ja, das versteckte Schatulle, das ist hier. Ach so, interessant. Goliath. Diese Schatulle ist hier. Gut, dann begeben wir uns diese Richtung also. Ach so, Moment mal. Nein, da kann ich nicht keinen Schlafsack hier finden. Gut, einfach werde ich dorthin kommen. Ein bisschen Fleisch essen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Den erledige ich. Na gut. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Wo ist diese Schatulle? Moment mal. Ah, das war meine Güte. Oh lol, habe ich mich geirrt. Das ist keine richtige Richtung. Du wirst mich noch kennenlernen. Hallo. Das ist ein Bandit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der hatte diese Waffe. Das ist ein Banditenlager. Moment mal. Dich hole ich mir. Oh, nicht so gut. Zu viele, zu viele. Die werden schießen gleich. Gut, dann machen wir sie nicht so alle auf einmal. Okay, okay. Okay. Schön, fertig.
bist tot. Noch? Ach so, noch zwei. Oh, die sind zu viele. Nein, nein, nein. Das ist. Okay. Ich glaube, dass. Oh mein Gott. Kommt hier. Kommt, kommt, kommt. Ja, und sie werden sie kämpfen. Ja, schön. Okay. Sehen, ob Ray hat nicht geholfen. Jetzt muss ich mir das merken. Ja, das ist eine Hinterlast. Sagen wir, das war clever, aber hat funktioniert. Hat funktioniert. Und das zählt. Vielleicht war nicht so ganz in Ordnung, aber. Die Frage ist, sind das schon alle? Oder kommen noch andere? Nein, das waren wahrscheinlich schon alle. Okay. Nehmen. Ja, dann nehme ich alles. Das waren Banditen, ja, also ich hoffe, da war keine Mission damit verbunden. Ich hoffe zumindest. Nicht so viel, keine Waffen, keine Ausrüstung. Also im Allgemeinen habe ich nichts Interessantes hier gefunden. Dunkle Zeiten sind das. Ein bisschen schade. Das war schade, die Leute, alle diese Leute zu töten. Meiner Meinung nach. Na gut, ich habe aber keine andere Wahl. Blieb mir nichts übrig, als sie zu töten. Die haben mich angegriffen. Obwohl ich eigentlich nichts Böses getan habe. Wollte nur guten Tag sagen. Na gut, dann laufe ich weiter. Das muss ich hier. Moment mal. Kommen wir mit dem auch? Der ist zu stark, hoffe ich. Na gut, versuche ich.
Oh mein Gott. Oh nein, das war eine keine gute Idee. Unhold, das ist da. Das war der Unhold. Das ist eine, auch eine Mission mit ihm. Nein, das ist überhaupt nicht möglich, jetzt das zu machen. Das ist, glaube ich, nicht so. Na, das ist ja richtig. Also diese Richtung. Ja, okay. Also noch Überreste von den Menschen kann man hier finden. Mal sehen, was ist denn hier los? Nein, nichts Interessantes. Mache ich ein bisschen die Musik leiser. Moment mal. Musik. Okay, auf 40% wäre besser. Der hat nicht getroffen.
Ah, das ist diese Stelle. Okay. Noch ein Kampf. Okay, erledigt. Diese Spatule. Schatule, wo ist sie? Gleich glaube ich, die ist ganz oben. Schalter. Moment mal. Okay, ich fahre nach oben. Hallo? Kann ich nicht. Das funktioniert. Einfach ist defekt. Ja, das ist defekt. Noch eine Brücke. Da gehen aber wir aber ganz bergauf hier. Große Heilpflanze. Also von oben sollte ein schöner Blick sein. Schon von hier aus sieht. Seht euch das an. Wie wunderbar das alles aussieht, muss ich zugestehen. Das Spiel hat etwas in sich. Das ist bestimmt das Klima und ja, auch glaube ich die Handlung ist auch interessant. Kampf macht auch viel Spaß, muss ich sagen. Ab einem bestimmten Niveau natürlich. Am Anfang wird das sehr schwierig sein. Sogar frustrierend. Der Eingang zum Tal der Verbannten. Dort unten müssen wir vorsichtig sein. Schließlich hat man sie nicht ohne Grund dorthin verfrachtet. Ja, aber wir... Nicht so. Wenn das ist die das Tal der Verbannten ist ganz unten. Ach so. Und das ist der Weg nach Goliath, glaube ich. Ja, genau. Der Serka. Zum Glück Alchemist. Rostige Axt. Pfeil. Ist das schon alles? Ja. Ach, nicht getroffen. Weißt du, was du da tust? Ach,
Gut. Da kann ich das nehmen. Wieso? Hey, du hältst dir besser die Augen offen. Ein paar falsche Schritte und du bist Nuss. Und damit wir uns verstehen, am Aufzug wird nicht herumhantiert. Ich allein bin mit Erwartung betraut. Wer hat den Aufzug errichtet? Das waren unsere Werker. Hat ein paar Wochen gedauert, das Ding funktionsfähig zu bekommen. Und was ist deine Aufgabe hier? Ich wurde angewiesen, das Ding zu bewachen und im Notfall kleinere Reparaturen vorzunehmen. Zurzeit ist er aber außer Betrieb. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Außer du verstehst etwas von komplexer Mechanik. Aber den Eindruck machst du nicht gerade. Nein. Macht nichts. Ins Tal verirrt sich eh niemand freiwillig, der noch bei Trost ist. Das ist für die Verräter und Versager bestimmt. Ich dachte, es ist deine Aufgabe, dass der Aufzug läuft. Ja, und? Eines der Zahnräder fehlt. Also gibt es auch nichts zum Reparieren. Ohne ein passendes Ersatzstück funktioniert hier gar nicht. Ein Zahnrad. Da muss ich mal das aufsuchen. Das wäre noch etwas. Da wäre noch etwas. So? Warum hast du noch kein Ersatzteil für den Aufzug besorgt? Hey, willst du mir unterstellen, ich mache meine Arbeit nicht? Beantworte einfach meine Frage. Na, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Muss doch die Gegend im Auge behalten. Kann ja nicht jeder so frei herumlaufen, wie du es tust. Wie lange fehlt das Zahnrad schon? Seit vorgestern Nacht. Aber was interessiert es dich? Hm. Das Ding ist weg, fertig. Es wurde also gestohlen. Genau. Und das, obwohl du den Aufzug bewachst. Kann sein, dass ich irgendwann den Posten kurz verlassen habe. Das spricht nicht gerade für dich. Vielleicht hat auch einer der Männer bei den Wartungsarbeiten das Ding entwendet. Was weiß denn ich? Ah. Ich habe genug gehört. Hast du eine Idee, wo das Zahnrad zu finden ist? Nein, ich habe keinen Anhaltspunkt. Hier oben wirst du nichts finden. So viel ist mal sicher. Und wie sieht es unten aus? Sag mal, hast du nicht andere Probleme? Also hör auf, danach zu suchen. Ich treibe das Zahnrad wieder auf. Du, was du nicht lassen kannst. Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Was soll ich denn da? Das ist doch nur für die Verurteilten bestimmt, die unser Gesetz missachtet haben. Und unsere Väter taten gut daran, es für das Pack zu reservieren. Dort ist es alles andere als ungefährlich. Aber mich muss das ja nicht kümmern. Ich mache mir immer einen Spaß daraus und erleichtere mich über ihren Köpfen, wenn wieder einmal ein paar arme Würstchen versuchen, hier hochzukommen. Und wenn jemand zu Unrecht verurteilt wurde? Zu Unrecht? Das glaube ich nicht. Unser Gesetz wurde ja nicht von Idioten zu Papier gebracht. Selbst wenn. Die meisten, die da unten stecken, gehören eh nicht zum Eisenclan. Also können sie mir egal sein. Solltest du dich dort unten umsehen wollen, sei vorsichtig. Manche Biester sind leichte Beute, aber andere, naja, du wirst es herausfinden. Wie viele Verbannte leben im Tal? Früher waren es wenige. Seit Angrim aber vor ein paar Jahren zum Warlord des Eisenclans berufen wurde, ist ihre Zahl gewachsen. Trotzdem ist es unmöglich, eine genaue Aussage zu treffen. Niemand führt Buch über diejenigen, die dort während ihres Aufenthalts verstorben sind. Nur diejenigen, die es schaffen, ihre Strafe abzusitzen, sind von Interesse. Okay. Also Zahnrad finden. Das kann ich ganz ruhig nehmen. Aber diese Schatulle... Wo steckt sie? Die ist... Die ist hier. Okay. Gut, dann spreche ich mit Duras. Moment mal. Was prüfen. Sonstiges. Kleiner. Diese Steine, die bringen Bonus.
Gefährten Gesundheit, Adjustor. Sockel einsetzen. Wie kann ich das machen? Unverkäuflich. Das ist hier, glaube ich. Nein. Materialien, Werkzeuge, Pflanzen, Nahrung, Getränke. Drawbrief. Nachricht eines Verbannten. Höhleneingang, Mutanten, okay. Anleitung. Schrottscanner. Damit kann man einen Steam herstellen, der bewirkt, dass normale Gegenstände eine Zeit lang, ach so, leichter wahrgenommen werden. Oh, eines Stalkers. Heiltrank. Unvollständige, zurückgelassene Nachricht. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Corins Waffe. Da hier ist eine versteckte Schatulle. Abgeschlossen. Und abgeschlossen, aber da sehe ich nichts, oder? Laufende, vielleicht. Moment mal, Aufzug. Laufende, erledigte Gefährten, Indizienbeweise. Bemerkenswertes Land. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling. In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht öffnen! Das ist der verschwundene Setzling aus der Mordnacht, oder? Egal. Und wenn schon. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter.
Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auf meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Also, die Möglichkeit wäre... Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Der zerstörte Setzling ist deiner, oder? Und wenn schon? Ganz offenkundig war das Aufziehen und Pflegen eines Setzlings ein Teil eurer Prüfung. Du kannst nicht lesen, also hast du die Anweisungen der Schriften deiner Ausbilder auch nicht umsetzen können. Askor hat gesehen, wie du den Setzling bei der Prüfung zerstört hast und drohte dir, dich zu verpfeifen. Da hast du ihn direkt noch vor der Kriegerhütte niedergestreckt und seine Leiche in den Wald verschleppt. Den Setzling verstecktest du in deiner Truhe in Goliath. Was Barin dazu brachte, vor ein paar Tagen in deinen Sachen zu wühlen, wird sein Geheimnis bleiben. Jedenfalls fand er dort den zerstörten Setzling, erkannte die Sachlage und stahl das Ding. So war es doch, oder? Du siehst eine Menge, Abtrünniger. Barin hat dich noch nicht erpresst, aber vielleicht kommt das ja noch. Barin und ich sind jedenfalls die Einzigen, die dich überführen können. Das sind zwei zu viel. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was wirst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal! Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Na gut. Dann machen wir es nochmal. Jetzt versuche ich, die Schatulle nicht auszupacken, sozusagen. Moment mal, das ist so... Vielleicht das hier. Ach so, ja, das ist schon... Und mal sehen, wie das alles abläuft. Duras hat mich befohlen... Hat mich gebeten, die Schatulle nicht zu öffnen. So, dann sprechen wir nochmal. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten.
ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auf meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Also, da, so glaube ich, dass Duras einfach die Anweisungen nicht verstanden hat und hat dann Askors Setzling gestohlen. Vielleicht hat er seinen irgendwie vernichtet. Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Was ist denn der Schatulle? Ich sagte doch schon, das geht dich nichts mehr an. Du bist raus aus dem Fall. Du weißt jetzt, wer der Mörder ist. Begnüge dich damit. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Na gut, dann vielleicht klärt sich die Sache mit der Zeit, mit der Schatulle, was drin ist. Ich weiß das schon. Aber normalerweise erfahren wir nicht, dass in der Schatulle ein Setzling war und dazu auch vernichtet. Na gut, damit ist die Sache erledigt. So, komme ich noch zur... Ach, eigentlich konnte man schon den Aufzug reparieren. Moment mal, noch mit Ragnar reden. Bericht aus einer anderen Stadt. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich bin im Fort gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das.
Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Entweder schieben wir die ganze den ganzen Schuld an Barin, oder sagen wir, dass der Mörder schon über alle Berge weg ist. Das ist Lüge und das ist Lüge, aber diese ist nicht so dieser hat, würde, glaube ich, keine schlechten Folgen haben. Die Spur ist kalt. Der Mörder ist schon über alle Berge. Welchen Beweis hast du dafür? Ich habe mit all deinen Verdächtigen gesprochen. Es kann keiner von ihnen gewesen sein. Verdammt, ich habe schon so etwas geahnt. Und weiter? Asgore stand sehr in deiner Gunst. Jemand wollte dir offenbar schaden. An dich heranzukommen ist nicht so leicht. Da haben sie sich an deinem Schützling vergriffen. Möglicherweise war es einer der Verbannten. Vor 3 Monaten gab es viele Unruhen in der Stadt. Es war eine wahre Flut an Verbannungen, die ich aussprechen musste. Am Ende ist es meine Unachtsamkeit, die zu Askors Tod führte. Ich verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen. Nun, ich werde die Sache ruhen lassen. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. In einer stillen Stunde werde ich Duras fragen müssen, warum er den Fall nicht aufgeklärt bekommen hat. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Oh mein Gott. Streng dich an. Ja, das vielleicht noch Bericht aus einer Stadt der Kleriker wird mir helfen und noch diese Maschinenteile. Muss ich mal sehen, wo ist diese Mission? Also für eine Handvoll Splitter, Steckbriefe. Nein, halb defekte Blechdose. Nein, dann. Nein, es gibt immer was. Aufbruch. Nein. Überlebenswichtig. Corin. Gut, also. Wo ist Corin jetzt? Ach, der ist hier. Okay. Na gut, also Corin besuchen. Vielleicht kann uns das noch ein paar Erfahrungspunkte bringen. Und kann er auch ein gutes Wort sagen? Für mich. Zu Ragnar. Wo sitzt er? Ganz unten, glaube ich, noch.
Ja, das ist Corin. Hier, deine Waffe. Endlich. Jetzt kann ich mich endlich wieder verteidigen. In Zukunft werde ich sicher besser auf sie aufpassen. Und meine Belohnung? Ja, mehr kann ich leider nicht locker machen. Die Zeiten sind hart. Sieh diesen Splitter als Symbol für meine Körper. Oh mein Gott. Das ist ein Witz. Ach, Corin. Das war ein Witz. Ich sollte ihm nicht helfen. Okay. Der Aufzug noch. Okay. Da ist hier der Zahnrad. Wie komme ich am besten dorthin? Moment mal. Kleines Lager. Das ist auch sehr weit von hier. Gut. Die ganze Strecke nochmal. Moment, das ist auch nicht so nötig. Glaube ich, man schafft das. Man könnte auch von hier aus dorthin kommen. Das ist auch möglich. Hi. Hast du Stormson gesehen? Sag, dass du ihn gesehen hast. Stormson? Nie gehört. Nicht? Bist du dir sicher? Er ist ein Jäger, etwa deine Größe. Nein, bin ihm nicht begegnet. Oh, so ein Ärger. Dabei hatte ich gehofft, dass du mir weiterhelfen kannst. Hast du dich in der Taverne umgesehen? Das war nicht nötig, dort ist er nicht. Also nicht mehr. Ein paar Kerle haben ihn dort aufgegriffen. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, waren das gewiss keine Freunde von ihm. Was waren das für Kerle? Alle Aussagen sind recht vage. Niemand konnte mir etwas Genaues sagen. Konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Du meinst, sie verschweigen es mir mit Absicht? Exakt. Das würde bedeuten, dass Angrim dahinter steckt. Das verschlimmert die Angelegenheit. Warum will Angrim Stormson beseitigen? Er hat sich offen gegen das Gesetz gestellt und hat sich auf die falschen Leute eingelassen. Jemand hat ihn verraten? Ja, Angrims Spitzel, die Angehörigen des Eisenclans, sitzen überall. Aber der arme Teufel konnte seine Klappe ja nicht halten. Sieht ganz so aus. Ich werde Stormson ausfindig machen. Denkst du, du kannst Angrim zum Reden bringen? Das werde ich. Verlass dich drauf. Sei aber vorsichtig. Er ist nicht zimperlich. Du siehst ja, was passieren kann. Ich komme klar. Ja, gut. Die haben sich in der Taverne getroffen. Glaube ich, das mache ich gleich. Zuerst aber will ich den Weg finden nach dem zum Aufzug. Das kann so. Moment mal. Vielleicht ja, hier. Nein, das ist auch nicht richtig. Hmm.
Ach so. Da brauche ich mal Erfahrungspunkte und die Lehre, um dieses Fall, um diesen Fall zu lösen. Na gut, Moment mal. Ich hoffe, ich kann. Vielleicht. Wo ist der Weg? Schlund. Na gut, versuchen wir. Zahnrad. Okay. Bemerkenswertes Land. Ich helfe dir. Das ist der große Aufzug. Und wo ist der Zahnrad? Unten. Schlafsack, okay. Lass den Unfug.
Ist der Zahnrad ganz unten? Ja, so glaube ich. Das ist ja richtig. Richtig oder nicht richtig? Der ist unten, ja. Irgendwo hier. Hier werden Helden geboren. Ha! Ach, so. Muss ich noch den Aufzug finden? Wo ist das? Wo war das eigentlich? Ja. Nein, das ist nicht so. Okay. Nein, das ist nicht auch nicht das hier. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Nein, Osch. Ja, okay. Da wäre noch etwas. So? Hier ist das Zahnrad. Jetzt baue es wieder ein. Bist du sicher? Überleg mal. Wir müssen die Zugänge begrenzen. Wir machen uns angreifbar. Wer weiß, was passieren kann. Das war keine Bitte. Ist ja gut. Ich mache mich dann gleich ans Werk. Gib mir eine Minute. So, das war's. Jetzt sollte er wieder funktionieren. Aber wenn ich mitkriege, dass jemand Unbefugtes das Teil nutzt, bekommt er die volle Packung ab. Hm, vielleicht hat Stan das sabotiert. Ja, jetzt funktioniert das alles. Kann man so... damit auch fahren. Gut. Und diese Aussicht von hier aus sollte so schön sein. Na gut. Und von wo sich auch diese Schatulle befand. Irgendwohin. Wo hier auch diese Aufsicht soll so schön sein. Na gut. Das ist schon auch erledigt. Spurlos verschwunden, dieser Akira und Stormsohn. Na gut, dann... ich glaube, es ist schon Zeit. Oh nein, vielleicht... Moment mal. Zuerst reise ich hier an die Schmiede. Ich habe noch einige Punkte und so kann ich auch was lernen. Setzerin, nein.
zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, aber da kann mich nicht so... lehren. Jägerrüstung, Werke, Jägerhose, das ist alles Schrott. Nein. Goliath. Ah, Überlebenslehrer. Der ist auch Sinn der Persönlichkeit. Und das ist Kampf. Überlebenshakon. Gut, dann kommen wir zu Hakon. Wo ist er eigentlich? Moment mal, Krieger. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unser Eins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Ha! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Bring mir etwas bei. Ja. Also, das ist die Resistenz. Ein guter Esser. Es ist Konstitution. 7 Punkte. Die Ausnahrung gewinnt Abenteurer. Teleporter, nein, das brauche ich nicht. Feinde, nein, extra Hitpoints. Zusätzliche Lebenspunkte mit jeder Stufe. Das ist aber gut. Extra Hitpoints. Mhm. Okay, also Konstitution auf 30. Das machen wir. Zuerst. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Konstitution 30. Und jetzt mit Haken. Bring mir etwas bei. Ja. Und extra Hitpoints, das... Okay. Und jetzt ist das Überleben auf zweiter Ebene, zweitem Niveau. Man kann noch Rüstung, Giftresistenz... Rüstung. Erhöht den Schutz deiner Rüstung mit jeder Stufe. Wäre auch nicht so schlecht. Hm.
Ausdauer. Dauerhaft deine Ausdauer, das ist auch gut. Obwohl, habe ich den Einschein, dass dank der Ringe oder andere Sachen kann man auch die Ausdauer verstärken und die Rüstung bekommt man von Rüstung. Einfach. Na gut, dann... jetzt, das ist die Zeit hier. Die Stadt der Kleriker zu besuchen, das machen wir also jetzt. Furchteinflößend. Lass uns nicht zu lange in der Stadt bleiben, okay? Das Ding sieht aus, als würde es uns auf den Kopf krachen. Jetzt oder machen wir ja das schon in der nächsten Folge, ja. Damit beenden wir diese Folge und schon in der nächsten... In der nächsten beginnen wir diese Stadt zu besuchen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.